So, hallo, ich bin Paul Boven aus Holland. Entschuldige mich anfangs erstmal über das schlechte Deutsch. Ich habe die letzte Zeit wenig gereist und deswegen auch mein Deutsch wenig geübt. Und mein Beitrag dieses Jahr ist noch immer Radiotechnik, aber auch ein bisschen Raspberry Pi, weil das heutzutage schön zusammengeht. Und ich erzähle darüber, wie ich mit einem Durchflussmesser ein Frequenznormal gebastelt habe. So, der Grund dafür ist, dass ich für meinen SDR-Empfänger gerne eine schöne 10 MHz-Referenz hatte, der wirklich genau ist, also wenigstens ein Part per Billion. Das heißt, auf 10 GHz bin ich noch auf 10 Hz genau. Soll stabil sein und niedriges Phasenrauschen haben. Und ich möchte auch, dass daraus ein Puls pro Sekunde kommt, um genau die Anfang jeder UTC-Sekunde anzugeben. Und das sollte so, sagen wir mal, etwa 1 Mikrosekunde oder besser sein. Und was bei mir wichtig ist für meinen Zweck ist, dass die PPS und die 10 MHz Phasenstar aneinander gebunden sind. Also die PPS wird von 10 MHz abgeleitet und ni kommt nicht direkt aus dem GPS, denn das wackelt viel zu viel hin und her. Und das gab mir endlich mal Grund, um auch mal ein GPS-gesteuertes Frequenznormal zu basteln. Bin ich bestimmt nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der das macht. Und weil das eh an einen Raspberry Pi zusammenknüpft wird, wird das auch ein NTP-Server bilden. Also links sieht, was so die verschiedenen Zutaten sind. Und rechts sieht man, wie schrecklich das aussieht. So ein GPS-Normal auf Breadboard erstmal. Wir haben hier Raspberry Pi mit ein paar Kühlkörper auf CPU und Speicher und so weiter. Wir haben hier einen GPS-Empfänger. Ich habe da zwei verschiedene benutzt. Ein wirklich billiges Neo 7M und ein wirklich unbilliges, das zwei Frequenzen empfängt und dafür viel mehr Genauigkeit gibt. Ich habe ein ofengeheiztes Quarznormal. Das kommt vom Flohmarkt, sogar von Weinheim her. Und ich habe auch die Möglichkeit, um das zu ersetzen von einer Rubidium-Uhr. Um hier die Steuerspannung zu erzeugen, benutze ich einen digital-analog-Wandler. Kommen wir alles noch auf. Und dann, um aus die 10 Millionen Hertz ein PPS zu machen, benutze ich einen Teiler. Und normalerweise macht man da vielleicht verschiedene Teiler nacheinander. Aber hier habe ich einfach einen Mikrocontroller benutzt, ATtiny 85. Ganz einfach und billig. Habe noch etwas benutzt hier, TLV 3501, um die 5 Volt 10 MHz, der hier aus dem Ofen kommt, in ein schönes 3,3 Volt Signal mit schöner steiler Flanke zu basteln. Und zuletzt, worum es eigentlich geht in diesem Vortrag, diesen TDC 7200, das ist ein IC, um Zeitunterschiede umzuwandeln in digitale Zahlen. Fangen wir an mit das Teil, das wir mit dem fast jeder hier inzwischen bekannt ist, Raspberry Pi 4. Ich benutze den Raspberry Pi 4 und empfehle es einfach, weil die anderen Raspberry Pis, die haben entweder Ethernet über USB, und das heißt, dass die Laufzeit hin und her ziemlich unbekannt ist. Und das macht die NTP. Macht die Dinger ungenau als NTP-Server oder man hat ein Raspberry Pi, die sogar gar kein USB hat, gar kein Ethernet hat. Eigentlich reicht hier fast jeder Raspberry Pi, nur wenn man das wirklich auch als NTP-Server benutzen möchte, soll man einen Raspberry Pi 4 benutzen. Und wie Herr Nicomas schon gesagt hat, ja, zwei sollte reichen, 2 GB oder 4 oder 8 sind alle im Moment eh nicht erhältlich. Und das Schöne am Raspberry Pi ist, dass man hier auf diesem Connector, ich hoffe, man sieht meinen Mauszeiger, dass hier auf diesem Connector sind viele Schnittstellen für verschiedene Signale verfügbar. Und wir werden mehrere davon benutzen. Zum Beispiel hier die UART, also die serielle Schnittstelle, wird benutzt, um mit dem GPS zu reden. Dann benutzt sich verschiedene GPIOs, um PPS-Signale aus dem GPS hereinzubringen. I²C hier wird benutzt zum Ansteuern vom Digital-Analog-Wandler und SPI-Bit benutzt zum Ansteuern von TDC 7200. Also
Ja, mehr als die Hälfte der Pins wird sogar wird benutzt. Und wir werden das hier in verschiedene Schritte aufbauen. Also wir fangen mit dem einfachsten Schritt an. Man nimmt vom GPS-Modul, man nimmt ein GPS-Modul, wo jede Sekunde ein Puls herauskommt und die schließt man am Raspberry Pi an und zwar hier auf GPIO 18. Und man muss nur darauf achten, dass das Ding 3,3 Volt ausgibt und kein 5 Volt, sonst ist der Raspberry Pi schon kaputt. Das Schöne ist, dass Raspberry Pi ein Kernel-Modul hat, um PPS-Signale zu messen, zu vergleichen mit einer internen Zeit. Und die kann man einschalten, indem man im bootconfig.txt Folgendes hereinschreibt, also DTU-Overlay und so weiter, und angibt, welcher Pin benutzt wird. Weil man die Konfiguration der Hardware ändert, muss dann der Raspberry Pi neu gestartet werden. Und um zu sehen, ob das alles auch läuft, kann man PPS Watch minus A und dann Dev PPS 0, man hat das neues, also der Treiber hat ein neues Device erzeugt und mit PPS Watch kann ich das anschauen und man muss PPS Watch min A sagen, denn das kann nur die ansteigende Flanke anzeigen. Die Raspberry Pi ist nicht in der Lage, um auch die Flanke, die wieder nach unten geht, anzuzeigen. Und deswegen muss man unbedingt minus A geben, sonst sagt er, dass es nicht versteht. Und man sieht hier ganz schön, jede Sekunde kommt ein Impuls vorbei und die hat eine bestimmte Offset zum Raspberry Pi-Zeit, zum Anfang der Sekunde. Und das hat hier eine Auflösung von Nanosekunde. Also diese Aufnahme hier, die habe ich gemacht, als das alles schon aneinander gelockt war. Und Raspberry Pi-Uhr schön synchron mit GPS-Lauf. Das sind ja Werte in der Umgehung von einer Mikrosekunde oder we weniger. Also wenn das läuft, ist der nächste Schritt, dass man das GPS anschließen soll. Und weil ich auch ein ziemlich neues GPS-Empfänger benutzt habe, habe ich mein Raspberry Pi erstmal auf der allerneueste Raspbian Bullseye gebracht, denn da kommt mit GPSD 3.22. Und GPSD ist ein ganz schönes Programm. Meist, wenn man so einen GPS-Empfänger am Rechner oder am Raspberry Pi benutzen möchte, gibt es mehrere Programme, die das benutzen möchten und die müssen sich dann streiten um Serial-Port oder so oder was. Deswegen ist GPSD geschrieben, das ist ein Standardprogramm, das ist auf jedem Android-Telefon und vorhanden und jedes Programm kann einfach GPSD fahren um die GPS-Daten und muss nicht selber mit die ganz verschiedenen Interfaces und Protokolle der verschiedenen GPS braucht man alles nicht zu implementieren, das macht GPSD für dich. Zum Installieren braucht man einfach nur diesen Satz: Apt-install GPSD und GPSD-Tools. Und man muss in etc default GPSD folgendes reingeben, wenn man ein GPS über seriell anschließt, muss es so. Und wenn es über USB angeschlossen ist, geht es so. Und dann muss man GPSD nochmal neu starten. Auch hier ist wieder wichtig, bevor man weitergeht, kontrolliere, ob es auch etwas rauskommt. Und in diesem Fall kann man entweder, wenn man nur mit SSH oder so im Raspberry Pi verbunden ist, kann man cGPS, also C, die Buchstabe C steht hier für sehen, also zeigt die GPS und ich mache immer minus UM, denn das Programm kommt aus Amerika und kommt dann immer mit Inches und Füße und was auch immer. Und minus UM hat man wenigstens SI-Einheiten. Oder wenn man am Bildschirm arbeitet, kann man auch XGPS machen und dann sieht man ganz schön die verschiedenen GPS-Satelliten vorbei bewegen am Himmel und man sieht, wie viel davon, eine Unmenge davon von GPSD benutzt werden zur Bestimmung deiner Position. Und wie gesagt, GPSD stellt die GPS-Daten, aber auch die Anfangszeit der PPS-Sekunde vom PPS-Signal an alle Programmen verfügbar. Und gehen wir also zum nächsten Programm, das heißt Chrony. Und Chrony benutze ich als NTP-Server. Und Chrony ist auch wieder ganz einfach zu installieren. Apt-install Chrony. Und man muss das Ding nur erzählen, hey, wir sind nicht
eine stinknormale Installation, aber wir haben sogar ein GPS angebunden und weil er ja nicht direkt zum GPS redet, aber mit GPSD kann man mit dieser Zeile kann man sagen, die Sekunde werten, die jede Sekunde vom GPS ausgegeben werden, kann man von GPSD über Shared Memory bekommen. Die haben eine ziemlich schlechte Genauigkeit. Die sind aber nur wichtig, um den Anfang der neuen Sekunde zu bestimmen. Aber wir haben auch einen PPS-Eingang. Na, wenn man einen NTP-Server bastelt, möchte man auch, dass die anderen Rechner im Haus die benutzen können. Also so ein Satz gehört auch noch dazu. Man muss hier nur die Adresse ändern, in was auch immer im lokalen Netz benutzt werden. Und dann Crony neu starten. Und auch hier kann man das Ergebnis kontrollieren, indem man watch crony c sources angibt. Das heißt, jede 2 Sekunden wird das Kommando crony c sources ausgeführt und zeigt mir, wie die verschiedenen Quellen, wo er crony sein Zeitsignal herbekommt, wie die alle funktioniert haben. Und wie gesagt, GPSD an sich ist ziemlich ungenau. Aber das PPS-Signal, was hier KPPS heißt, was auch vom Kernel kommt, war beim letzten Messversuch etwa 354 Nanosekunden zu spät, also weit weniger als eine Mikrosekunde schon, und hat eine Unsicherheit von etwa 700 Nanosekunden. Ja, das passt uns total. Und zur Kontrolle verbindet es auch noch mit verschiedenen NTP-Server im Netz. Sucht ich dafür ein paar. Die Lokale sind aus und man sieht auch, die sind alle ziemlich schön miteinander einig hier. Das ist auch na, ein paar hundert Mikrosekunden. Das ist ein schöner Kontrolle, dass das auch alles richtig läuft. Soweit war es mal mit Raspberry Pi. Jetzt fangen wir mal ein bisschen mit Hochfrequenzelektronik an. Kurzwelle noch nicht ganz, denn 10 Megahertz. Ich habe mal auf Weinheim dieses schöne Quartz gekauft, stammt anscheinend aus irgendeinem runden Schwarzgerät, war schon mal gebraucht und hatte eigentlich gar keine Unterlagen. Hat jemand mir aber freundlicherweise geschickt, denn das Ding hat 7 Bandchen und ist ein bisschen viel für eine Frequenz normal. Und der Grund dafür ist, na, das Ding hat also Versorgungsspannung, hat er sogar 2 mal 12 Volt, einmal fürs Ofen. Und einmal für die Resteschaltung. Ofen, also das Ganze auf 12 Volt braucht etwa 80 mA oder sowas, wenn das einmal aufgeheizt ist. Es hat auch einen Referenzausgang von 8 Volt genau. Und deswegen wissen wir auch, dass das Abstimmbereich bis 8 Volt läuft. Und es hat ja noch hier am Pin 5 seine 10 MHz Ausgang. Das ist ein ziemlich großes Teil, 5 cm bei 4 cm. Und läuft wirklich schön. Da müssen wir aus diesem 10 Megahertz müssen wir jetzt unsere eigene Sekunde schaffen und das macht man, indem man die 10 Megahertz durch 10 Millionen teilt. Das kann man mit einer ganzen Kette von Teiler-ICs machen, aber das geht viel einfacher und billiger, wenn man das in einen Mikrocontroller macht. Ich habe hier so einen ATtiny 8-Bit-Controller benutzt. Kostet kaum was, 8 Pins, kann entweder intern oder extern getaktet werden. In diesem Fall hier am Pin 3, Entschuldigung, Pin 2 wird das Kristall angebunden. Um das Ding zu überzeugen, auch wirklich das Kristall zu benutzen, muss man die die Fuses muss man ändern. Und ich habe das Ding in Assembler-Sprache programmiert. Das heißt, das Schöne daran ist, dass jedes Assembler-Befehl dauert im ATtiny genau einen Taktzyklus. Die einzige Ausnahme ist, wenn zu einem anderes Adress gesprungen wird, dann braucht es immer 2. Man kann also ein Programm schreiben, wovon im Voraus schon genau bestimmt ist, das dauert exakt 100 Taktzyklen, also 98 und dann die letzten 2, um wieder zum Anfang zurückzuspringen. Und da hat man eine Schleife, die immer 100 Zyklen lang ist. Und deswegen teilt es das Eingangssignal schon durch 100.000. Die weitere Teilung macht man dann in Software.
Und jedes Mal, dass 100.000 erreicht wird, wird hier jo, dieser Pin, dieser Ausgang wird hochgeschaltet und dann etwas später wieder nach unten wieder ausgeschaltet. Und so machen wir aus 10 MHz ein PPS mit ja, wenig Gitter und wenig Aufwand. Nächstes IC, das ich euch vorstellen möchte, ist MCP4725. Das ist ein Digital-Analog-Wandler von Microchip. Braucht etwa 3,3 bis 5 Volt. Wir benutzen in diesem Fall 5 Volt, denn die Abstandsspannung des OCXOs liegt ja irgendwo zwischen 0 und 8. Und ja, mehr als 5 kann man hier nicht raus, aber mit 3,3, das würde bestimmt nicht reichen. Da hat man schon gleich das Problem, das IC wird auf 5 Volt betrieben. Darf ich das dann am Raspberry Pi mit 3,3 Volt anschließen? Und in diesem Fall darf es, denn die einzigen Equidat-C-Pins, die hier am IC sind, die sind Open Drain. Das heißt, die sind entweder hochohmisch oder die ziehen die Signallinie nach unten, aber die werden niemals eine Spannung darauf aufgeben, draufsetzen. Und deswegen darf man das ohne weiteres anschließen. Das IC erträgt das auch ohne Probleme. Mit 12-Bit-Auflösung haben wir etwa 1,2 Millivolt und es ist ein schön winziges IC in einem SOT23-Gehäuse mit 6 Bäumchen. Und der Grund, dass ich das benutze, ist, dass ich einmal am Flohmarkt so einen schönen Spool mit etwa 150 von diesen ICs gekauft habe für 3 Euro. Deswegen sind die für mich ziemlich billig, aber auch bei Konrad oder so sind die wirklich billig. So, was haben wir inzwischen so alles zusammengesammelt? Wir haben ein Raspberry Pi, ist am GPS verbunden. Ein GPS gibt ein PPS-Signal und über entweder UART oder USB redet es mit GPS. Wir haben einen Ofen geheizt, Kristall, 10 MHz, taktet AT85 und kommt auch wieder ein PPS raus. Weil das Frequenzbereich des OCSOs, also wie weit man es steuern kann, ziemlich winzig ist, habe ich am Atani auch eine Reset-Linie angeschossen. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass er neu anfängt mit der nächsten Sekunde, gerade wenn ich es möchte. Denn wenn ich nur mit der Frequenzsteuerspannung die beide PPS nacheinander bringen soll, das kann wirklich Tage dauern. Das hat mir zu lange gedauert und deswegen habe ich so eine Reset-Linie implementiert. Nutzt einfach eine GPIO vom Raspberry Pi und geht zum normalen Reset-Linie des ICs. Und zuletzt der Digital-Analog-Wandler erzeugt das Steuerspannung für OCXO. Wie gesagt, ADC geht am OCXO, ATINI kann man machen wir ein zweiter PPS-Eingang am Raspberry Pi. Das heißt, es wird nochmal ein DT-Overlay-Zeile hinzugefügt und die muss hinter der ersten Zeile sind, damit der PPS 1 zugewiesen kommt. Wie gesagt, wenn man Config.text anpasst, muss man wieder neu starten. Und man kann wieder mit PPS-Watch kann man sehen, ob das läuft. Und dann habe ich einfach im DA-Wandler die Ausgangsspannung auf 4 Volt eingestellt und habe geschaut, wie die PPS-Werte langsam verlaufen sind. Und da kann man über ein kleines Stückchen Software, das ich geschrieben habe, kann ich die Ausgangswert des DA-Wandlers einstellen und damit kann ich dann suchen, auf welche Ausgangsspannung ist der 10 MHz Referenz, gibt das Kristall wirklich 10 MHz aus und das war dann auf 3,905 Volt. Und weil ich einfach von der Kommandlinie eingeben kann, welche Voltage rausgeben muss, kann ich handmäßig PLL betreiben und die beiden PPS-Signale nah aneinander bringen. Und deswegen habe ich sozusagen mein erstes Ziel schon erfüllt. Ich habe eine PPS, die irgendwo an GPS angebunden ist und die direkt vom 10 MHz stammt. Aber handmäßiger PPL ist schön für etwa 3 Tage und dann lange wartet doch ein bisschen. Und deswegen habe ich mal eine ganz einfache Schleife geschrieben in Python. Und am Anfang wartet er, bis die Uhrzeit intern im Raspberry Pi, die ja schon am GPS gelockt ist, auf
Anfang der neuen Sekunde start ist, schickt ein Reset zum ATtiny, damit er auch ungefähr in der Nähe ist. Und dann fängt der Hauptschleife an und der Hauptschleife macht einfach Folgendes, wartet auf der nächste PPS-Impuls auf PPS1, also vom OCXO. Dann mittle ich mehrere von diesen Messergebnissen aus, habe dann so eine ausgemittelte Abweichung zum Sollwert. Die wird verstärkt und die wird wieder zum RDC geschickt und damit wird das Ganze nachgesteuert und das läuft sogar. Anfangs nicht einwandfrei, denn jedes Mal, dass so ein PPS-Impuls vorbeikommt, wird eine Interrupt-Routine abgehandelt vom Raspberry Pi und er kann noch eins gleichzeitig, also wenn die beiden PPS-Signale gleichzeitig hochgehen, dann streitet sich das. Also deswegen habe ich es eingestellt, das muss etwa 50 Mikrosekunden später, dann sind die weiteinander auseinander, ausreichend weit auseinander. Und das läuft. Hier sieht man ein Ergebnis von mehreren Stunden, eine schöne gaussische Glocke mit einer Ungenauigkeit von, sagen wir, 675 Nanosekunden. Mir noch ein bisschen zu ungenau, aber man kann sehen, es läuft und es geht. Also ich möchte das genauer und habe da dieses schöne IC gefunden, und das ich euch auch vorstellen möchte, ein TDC 7200 digital, Zeit zu Digitalwandler. Auch wieder ein ganz winziges SMD-IC, aber habe da eine Adapterplatine dazu gekauft, darauf gelötet. Und hier sieht man in diesem Kondensator, die wird im IC benutzt, weil es seine eigene Spannungsbildung hat und er soll schön sauber sein. So, der Originalzweck dieses ICs ist, dass man ein Rohr hat mit an beiden Seiten oder auf zwei Seiten hat man einen Ultraschalltransducer und man schickt einen Spannungsimpuls herein, die wird als Ultraschall in die Flüssigkeit zum anderen Ende transportiert und das IC misst dann genau den Zeitverzögerung und macht das gleich auch nochmal in umgekehrten Richtung. Und wenn die Flüssigkeit sich bewegt, auch wenn es ganz langsam ist, kann man doch sehr genau aus dem Zeitunterschied feststellen, wie schnell sich die Flüssigkeit bewegt. Und deswegen sind die Dinge normalerweise eigentlich für Flüssigkeit, für Strömungsmessung gedacht. Aber man kann die Dinge ganz schön zweckentfremden, was wir hier gemacht haben. Das Schöne ist, es hat eine Auflösung. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Bin ich noch da? Ja, du bist noch da. Okay. Ja. Hat eine Auflösung von 55 Pikosekunden und eine Standardabweichung, also Ungenauigkeit von 35 Pikosekunden. Das ist wirklich, wirklich winzig. Und kann man an den normalen SPI-Interface des Raspberry Pis anschließen. Wie das Gerät intern arbeitet, es hat einen Ringoszillator, der läuft auf etwa 140 MHz. Das ist gar nicht so genau, aber das hat eine riesen Auflösung. Und wenn so ein Startpuls vorbeikommt, dann misst das Ding erstmal, wie lange es dauert vom Startpuls bis zum nächsten Impuls der Referenz, den man anbietet am IC. Und dann etwas später kommt ein Stop-Impuls vorbei und dann wird auch wieder gemessen, was der Unterschied ist. Und das wird dann in verschiedene 24-Bit-Register eingegeben und dann mit ein bisschen Mathe kann man weiß man, wie viele Taktzyklen das gedauert hat und auch wie groß die Fraktion der Taktzyklen ist. Und weil die Ringoszillator zwar eine höhere Auflösung hat, aber ziemlich ungenau ist, muss man auch nachher gleich mal messen, wie lange eine Taktzykle dauert, außer Sicht dieser Ringoszillator. Und dann hat man einen Unterschied. Also dann hat man einen Kalibrationswert. Und wenn man all diese Werte zusammen in einen riesigen Formel steckt, da kommt einfach die Messung raus. Zum Anfang habe ich mein ATtiny mal umprogrammiert, dass er einfach einen Startimpuls gibt und 100 Nanosekunden später einen Stopimpuls. Und wenn man das ein paar Tage laufen lässt, dann ist es ziemlich stabil. Also die von hier bis hier, das ist nur ein Zehntel Nanosekunde oder 100 Pikosekunde. Und man sieht,
Ja, das ist über mehrere Tage ziemlich schön stabil und hat eine Auflösung in diesem Fall von 62 und ein halber Pikosekunde. Entschuldigung. Nochmal das Blockchart-Bild und wie das alles aussieht. Jetzt mit TDC 7200 auch eingebaut. Das heißt, Startpuls kommt vom GPS, Stoppuls kommt vom RTTiny, also vom OTXO. OTXO gibt 5 Volt aus und die Dinger möchte eigentlich nur 3,3, deswegen habe ich hier noch einen Schmitt-Trigger-Level-Converter eingebaut. Und hier ist also das TDC-IC, TLV, RTTiny und hier ganz winzig ADC oder DAC-Wandler und GPS. Das habe ich mehrere Tage laufen lassen und man sieht, der zeitliche Unterschied zwischen GPS-Impuls und OTXO Anfang der Sekunde ist wesentlich immer innerhalb 20 Nanosekunden aneinander gleich. Was eigentlich ja ist, was ich erreichen wollte. Hier sieht man, wie so die GPS-Spannung sich über die verschiedenen Tage ändern, Entschuldigung, die OTXO-Steuerspannung sich geändert hat, um diese Ausgang schön zu steuern. Und ich habe auch noch ein Grafik gemacht, wie viel GPS-Satelliten sieht der Empfänger ja gerade im Moment. Und es hat gelaufen bis Anfang Januar und da hatten wir leider Stromausfall. So, sind wir jetzt fertig? Na, nie. Ich möchte noch eine Platine, damit ich ordentlich Entkopplung und eine saubere Referenzspannung machen kann. Ich möchte einen DAC mit höherer Auflösung. Bessere GPS-Empfänger habe ich mir schon gegönnt, aber das muss richtig eingebunden werden. Ein mit zwei Frequenz Empfang und Sage 10 Korrektur und der nicht nur GPS macht, aber auch Galileo und GLONASS und was auch alles rund um uns in der Himmel rumdreht. Ich möchte vielleicht mal Rubidium mal anschalten. 25 MHz, damit ich mich auf QO100 mitmachen kann mit ein bisschen vernünftige Frequenzgenauigkeit. Und ich möchte Raspberry Pi vielleicht von Antinsi ersetzen. Und was vielleicht noch am schwierigsten wird, ich muss mal lernen, wie man ordentlich die Parameter der PLL bestimmt und das nicht einfach Pi mal Daumen und 2 Wochen ausprobieren machen. Das war mein Beitrag, also gerne bis nächstes Jahr und hoffentlich in Weinheim. Danke.